Seit Montag gibt es eben Bestimmungen, die die Einreise nach Österreich regeln bzw. definieren. In erster Linie betrifft das hier Rückkehrer, die in Risikogebieten waren. Risikogebiete, das sind 32 Länder, die mit der höchsten Warnstufe versehen wurden. Man kann einreisen, muss jedoch einen negativen PCR-Test, einen negativen Corona-Test an der Grenze bereits vorlegen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, sich hier in Quarantäne zu geben, nämlich 10 Tage in Heimquarantäne. Außerdem kann man innerhalb von 48 Stunden, wenn man sich bereits in Quarantäne begeben hat, hier auch einen negativen Test vorlegen. Ich bin nun am Flughafen in Wien und habe mich ein bisschen umgesehen. In erster Linie kommen hier Menschen aus Ländern, die jetzt nicht unbedingt Risikogebiete sind. Wie ist generell so das Verhalten am Flughafen? Momentan hat man das Gefühl, es ist wirklich ausgestorben. Na, noch nicht. Aber wenn ich am Flughafen bin, dann sieht es ein bisschen anders aus. Fühlt man sich da ein bisschen fremd? Genau so ist es. Wir waren ja auch schon vor einigen Monaten am Flughafen, als noch die letzten Flieger aus diversen Ländern hier gelandet sind, am Flughafen Schwechat, du erinnerst dich bestimmt. Da war die Situation noch eine ganz andere, eine fast gespenstische. Nun muss man sagen, ein bisschen Leben ist hier wieder, das muss man schon sagen, aber es ist natürlich nicht der Betrieb, der vor Corona und den wir als normal empfunden haben hier am Flughafen.